Yo, was geht? Willkommen zu einem wunderschönen Video. Wir spielen mal wieder eine wunderschöne Runde Hide and Seek. Wir haben diesmal ein noch größeres Haus, noch mehr Leute und ich habe einen Suchhund mit dabei. Das heißt, es wird auf jeden Fall extrem schwierig heute für euch werden. Was hast du für ein Problem? Ich mache auch B-Kamera. Okay. Mit okay, B-Roll. Mo, bist du anwesend, oder? Hallo. Ja, perfekt. Ich würde sagen, es ist ja eigentlich so wie immer weglaufen, nur bis zu einem gewissen Grad. Es sei denn, man bricht sich die Nase. Gute Besserung, Eli, von den Kommentaren an der Stelle. Dankeschön. Kannst du mir die Hand geben, oder? Ja, schon. Mach nicht. Sehr schön. Ich würde sagen, ich nehme jetzt die Kamera, verpiss mich aufs Klo damit und spiele mit euch ein bisschen mit meiner Kaki rum. Und ihr versteckt euch. Ich habe 3 Sekunden Zeit oder 45. Ja, eine Minute vielleicht noch. Du, ich habe sowieso keine Zeit. Ich schreie einfach auf einmal und dann komme ich. Let's go. Achso, ich muss das ja umdrehen. Kannst du uns kurz helfen, das hochheben? Das ist die krasse. Das ist krass. Das ist cool. Ja. Oh mein Gott. Warum seid ihr hier? Halt am Hörer. Eigentlich kann nur einer. Alter. Okay? Ja, ist okay. Ist überhaupt nicht okay. Judith, ist dein Arsch an meinem Gesicht. Oh mein Gott. Gehen wir beide in den Kofferraum? Ich gehe in den Kofferraum. Das war meine Idee. Mach mal zu. Mach mal zu, bitte. Du musst offen lassen, da ist was unter. Oh, Scheiße. Hier ist gar keine Klappe. Scheiße, man sieht mich und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Stell das mal hier hin einfach, oder? Okay, ich geh zuerst. Halt mal mein Handy. Oh, wer geht denn zuerst? Soll ich Räuberleiter nehmen? Geht's? Wir müssen uns beeilen, ich weiß nicht, wie lange der da drin ist. Alter, wie geil ist es, auf dem Baum zu sein? Oh mein Gott, du schaffst das! Ja, Kletter! Brich dir die Nase, fall nicht runter! Guck mal, wenn ich dich ein bisschen drehe, dann sind die Fäden. Ah! Kopf eingehauen. Wo bist du, Mo? Unter dem Auto. Digga, der findet uns alle hier drin, ich sag's euch. Alter, ich krieg einen Bandscheibenanfall. Ich mach deine. Nicht mein Schuh aufmachen, du kleines Stück Kot. Julius, riechst du es? Meine Schuhe riechen nach Kerzenwachs. Oh, Jesus, widerlich. Warum? Wir legen uns nicht. Dreh dich doch einfach kurz. Wie soll ich mich drehen, Mann? Ich kann mich hier drin. Ich bin da drin, ey. Oh Gott. Wie ein Fisch. Was hast du gehört? Beginnen wir ganz klassisch an der Stelle hier im Untergeschoss. Und schauen uns das mal hier an. Dumm wäre es natürlich, sich hier zu verstecken, weil die Besteckmöglichkeiten hier sind minimal bis gar nicht gegeben. Gewitter im Korb. Rakani, such mal die Leute hier, komm mal mit mir. Auch hier denke ich mal, dass sich hier niemand versteckt haben wird. Das wäre extrem stupid. Sehr viele offene Räume. Das macht keinen Sinn, aber bin mir ziemlich sicher, dass wir Menschen finden im Gartenbereich. Da würde ich sagen, gehen wir gleich auch mal hin. Wir sehen den so gut, ne? Aber der sieht uns nicht. Ich glaube, wir sind gut getan. Mein Arm fällt ab. Nein, oh Gott, du hast Asthma. Wir schließen hier mal auf. Ich muss hier gegen die Tür kurz gegen. Mach auf, bitte. So, komm mal, Rakani. Unsere Bananenpalme hier an der Stelle. Hier im Garten schon mal nichts. Im Untergeschoss, also im Erdgeschoss, schon mal nichts. Frage ist, wie sieht's hier aus? Rakani, wo sind die alle? Wo sind sie alle? Okay, gut. Der Gartenbereich hier oben soweit schon mal safe. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ist da oben im... Oh mein Gott, Akali, du bist so ein G. Akali, du bist so ein G. Nein! Nein! Oh mein Gott! Akali hat euch aber verraten, Mann, ich hätte niemals in den Baum geschaut. Oh Mann! Ich hätte niemals in den Baum geschaut. Weil er hochgeguckt hat. Wo ist der? Da unten. Ein Feiner bist du, Akali. Guck mal da oben. Da bist du. Okay, ich suche Moritz. Tschüss. Hey, what the f***? In den Autos ist mal wieder jemand? Kann ich nicht genau. Abgeschlossen, das wäre halt assi. Ich kann doch hinten nicht reingucken. Ich weiß nicht, ob im Kofferraum jemand ist, ne? Aber ich fürchte jetzt einfach mal nicht. Da ist wirklich jemand drin. Max! 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 Max!
gemacht. Alles plötzlich auf dem Korn. Erstmal Bier rein in den Kopf. Komm da raus! Max, ich hab dich. Weiter geht's. Danke, ich hab keine Luft mehr gekriegt. Okay. Hier haben wir das Zimmer von Tobi und Julius. Sieht aus wie eine Jugendherberge. Unter den Betten immer sehr, sehr beliebt. Aber auch hier keine Spur von versteckten Menschen zu finden. Ich bin auch besser geworden in dem Game, muss man ganz ehrlich sagen. Was macht er? Weiß ich nicht. Er guckt meine Unterhosen an. Boah, geil. Unterhosen. Gut, okay. Wir gehen hoch. Kommst du mit mir, Max? Was? Hä? Hä, was? Mo. Ey, der ist so blöd. Mo. Wir gewinnen das. Mo, wir schaffen das. Julius, ja? Geh raus aus meinem Versteck. Ich seh dich jetzt. Ey, wir haben ein Problem. Dann komm ich nicht mehr raus. Ich kann nicht auf den Kopf nehmen. Oh. Ja, ich nicht. Wie, du bist ich. Julius, das ist dein Job. Oh. Jedes Zimmer scheint auch so als safe zu sein. Ich weiß ja nicht, wieso unsere Betten sind, aber passt ja nicht runter. Ne? Ja, hinter Vorhängen ist so ein Rekordversteck, das macht ja keiner mehr. Wir haben ja 2021, Alter. Geht das auch noch nicht auf? Okay, ich geh wieder ins Auto. Was mach ich? Okay, Julius, neue TikTok-Challenge. Okay. What you know about rolling in the deep? Was so laut. Was gibt's noch für Lieder? Hey, Bro, ich kann mich auch seitlich hin, ich hab so viel Platz wie du. Kannst du mal nach vorne dich quetschen? Okay. Ich hab Platz aus. Das ist schwingen wie. Ich spuck mich gerade vor. Das ist viel cooler wegen frischer Luft. Okay, neue TikTok-Challenge. Was gibt's noch für Songs? Kennst du noch ein paar Banger? What you know about rolling? Okay, warte, sag mal leise. Ich schrei jetzt laut, okay? Nein, nicht hier unten. Ich schieb mich. Jetzt kriegt er ja Alarmanlage los. Okay, was wolltest du sagen? Ich schreie jetzt, okay. Ja. Sag doch mal, ich hab mich voll erschrocken. Außer sie verraten es natürlich selber. Hast du gerade gehört? Ja. Hä? Wer hast du denn gefunden? Nur Max. Was? Die anderen sind so krass versteckt. Okay, wir müssen nochmal runter. Au. Ah, ich hab mich umgeschnitten. Sag mal, wie blöd ist das? Mann, doof. Ich kann nicht. Zuvor. Was gibt's noch für TikTok-Lieder? Ich hab hier einen Quadratmeter nicht bei mir. Du furzt alles voll. Die Decke ist 2 cm. Talking to the moon. Das ist crazy. Ah. Oh Gott. Oh Scheiße. Kabelzimmer gedreht. Das war. Man kann sich auf den Rücken legen. Ist voll geil. Halt dein Maul. Okay. Okay, das ist richtig gut. Ich hab jeden Raum durch. Ich hab alle das Räume durch. Krass. Drei Leute. Und was Ding ist, er hätte einfach jedes von meinen Verstecken, was ich noch als Option hätte, hätte er ja schon gefunden. Ja. Echt jetzt? Ja. Das ist so traurig. Ah! Wen haben wir denn da? Da ist doch einer! Da ist doch eine kleine Maus! Oh Gott, ich hab mich erschrocken. Okay, Mo haben wir. Mo zum Tor. Hast du gerade geschrien, Mo? Was? Hast du gerade eben aus dem Keller geschrien? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Wo zum Teufel sind Tobi und Julius? Sind die doch auf dem Grundstück? Die können nicht mehr auf dem Grundstück sein. Ich hab alles durch. Habt ihr sie gesehen? Nee. Oh ihr mein Gott. Gott. Nein, wirklich nicht. Ich hätte nicht. Das war eine dumme Entscheidung. Eine ganz dumme Entscheidung. Verstehst du? Oh mein Gott. Okay, ihr habt das Sparung versteckt. Ja, Mann. Das ist krass, Mann. Sag ja. Ich sag ja zwei, findest du nicht. Kennst du das Versteck von denen? Ja. Ist das krass? Ja. Julius, ich mach jetzt Challenge. Was machen wir? Wer am meisten Sit-Ups schafft? Ich fang an. Ich mach mit. Oh, meine Cap.
Also wenn der Schrei kam zum Beispiel aus der Garage, der Schrei kam nicht von mir. Die sind in der Garage? Also ein Schrei kam von mir. Sind die in der Garage? Die ja, müssen da sein. Die müssen da sein. Ist, ich habe die Garage alle Räume, unten. Ich habe alle Räume durchgeschaut. Gibt ja noch alle Räume unten, ne? Okay. Aber... aber ich war hier drinne. Ich habe das hier aufgemacht, was eben geöffnet gewesen ist sogar. Ja, Kadi ist auch echt keine Hilfe. Der läuft am Auto vorbei die ganze Zeit. Alter, wie schwer ist das Versteck denn bitte, Junge? What the f***? Das hatte ich noch nie. Warum sitzt ihr da hinten so? Akani, geh mal ab. Das ist nicht dein Ernst, oder? Seht ihr hier drunter? Hä? Hey, mal mit Anmo. Warum? Du musst doch suchen. Zur Hölle. Junge, was für ein Versteck. Dicker. Das Schieben hat euch gerade ganz schön nervös gemacht, ne? Wir sind da drunter mitgemoved. Alter. Okay, ich glaube, eine zweite Runde braucht's nicht. Das war's von Hide & Seek in der Villa hier. Insane. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da schaut gerne bei allen anderen vorbei und schreibt uns neue Locations hier auf Madeira in die Kommentare. Wie gesagt, das verlassene Schwimmbad steht nach wie vor krank. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Checkt die anderen aus. Kuss. Macht's gut. Ciao.